Ich bin der netteste und unschuldigste von allen. Ja, mein 5 Jahre alter Bruder hat meinen Mordkomplott leider überlebt. Und jetzt hasst er mich. Unser Vater war halt nicht so smart in der Aufteilung von dem, wer was wie wo erbt. Dafür kann ich nichts. Er hätte es mir auch einfach übergeben können. Wir haben jetzt kein Bündnis mehr, Shuyoka. Sollten wir das ändern? Ja, die Sache ist, ich habe eine wundervolle Tochter. Und ich würde dir die anbieten, aber die würde ich nicht einfach so hergeben. Was heißt denn das jetzt? Naja, das die müsste halt schon einen guten Titel bei dir dann auch haben. Und die sind halt alle enterbt. In, na, beginnen? Warum will er nicht? Jetzt. Danke so, für die Erinnerung wegen der Aufnahme. Dann, dass jeder mal in 1-2 Sätzen kurz zusammenfasst. Coppelius, du bist der Mann der 1000 Bündnisse. Was geht bei dir? Der 1000 Bündnisse, ist gut gesagt, ja. Ja. Mein Plan ist ja jetzt eh schon geleakt worden, beziehungsweise wurde erkannt. Und mal schauen, wo das Ganze natürlich hinführt. Ist immer ein bisschen schwierig. Oh, warte mal, ich sehe gerade, ich habe irgendwie mich verklickt und kann ich nochmal rausgehen und wechseln? Einfach hier in diesem Spiel, Charakter wechseln? Ja, du bist jetzt jemand anderes. Ich bin irgendein Winz-Typ, ja. Mehr-Spieler-Lobby, wartet kurz. So, hier kann ich einfach wechseln. Ich will ja der Haupttyp sein. So, jetzt. Das müsste der richtige sein, ja. So, da sind wir wieder. Genau, also, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Sprich weiter. Ja, ich bin im Endeffekt bei der Erklärung eh schon am Ende. Ich kann natürlich jetzt nicht meine ganzen Pläne hier ausplaudern. Aber ja, also versuchen halt natürlich die Macht halt auszuweiten und zu schauen, dass man halt, wie wurde das vorher bezeichnet, die herumkrakeln oder die Krakenhände irgendwie. Ja, das fasst auch sehr gut zusammen. Ja. Dann, Denzel, du bist ein 13-Jähriger, weil du mich töten wolltest und von mir bezwungen wurdest und die Scham hat dich in einen frühen Tod getrieben. Und jetzt bist du aber schon wieder ganz gut dabei hier in Kastilien. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich auch gar nichts Schlaues sagen, weil das eine tierische Schmach war. Vor allem, wenn man die Voraussetzungen sich anschaut, ich war der krasseste Überkämpfer, hatte diese roten Fähigkeiten, die alle immer so kriegerisch sind, hatte irgendwie 27 Kriegsführung oder was weiß ich, war auch ein richtig gut ausgebildeter Schwertkämpfer mit allen möglichen Perks. Und irgendwie hast du es geschafft, mich zu killen, jetzt bin ich 13 Jahre alt, der Sohn. Wir kennen das Spiel, erst ab 16 geht's denn weiter mit den ganzen Optionen, ne? Wie gehst du denn auch so durchs Leben, ne, als Sohn jetzt, wenn du halt weißt, der Vater ist so gestorben, er hat sich richtig einen auf dicke Eier gemacht und hat danke, dann danke, halt danke schön für die 20 verschenkten Zaps. Das ist ja auch... Holy shit. Ja, das stimmt das natürlich, aber es ist ja nicht Denzel, der super stolz ist, sondern es ist Denzel, der super nette. Dem ist das egal, der will nur Freunde, egal welcher Religion. Der ist gefühllos, sehe ich gerade. Dankeschön, dankeschön. Der super nette. Oh ja, das stimmt. Ein bisschen gefühllos, aber das ist sehr nett. Das ist antrainiert, das Nettsein. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Okay, und Dankeschön, Janika. Dann, Sepp, bei dir, du bist jetzt gerade, bei dir bahnen sich Probleme an, wo wir gerade ein paar Mal zurückgesprungen sind. Ja. Was war denn da Sache? Also erstmal ist Frankreich eine räudige Mutter. Ich habe hier ganz toll gedient, habe versucht zu helfen, dass mein König nicht gestürzt wird. Hab die ganze Zeit versucht, den Anspruch zu fingieren. Dankeschön, ja. Und hab zweimal mit einer 90% Wahrscheinlichkeit verloren. Wegen dem und jetzt, nachdem das gerade immer noch am Laufen war, ist leider mein Vater hat ins Gras gebissen. Der war eigentlich ganz okay. Aber jetzt habe ich einen Erben, der auch 14 ist. Nix kann. Meine ganzen Städte wurden aufgeteilt. Das heißt, ich habe noch eine Stadt. Ja, und gerade keine Perspektive, aber ich gehöre dem Großfranzösischen Reich an, also von daher gucken wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Und Pia ist dem Tode nah, weil ja. Wahnsinnig und Anspannungsstufe 3. Ich habe einen unfassbar guten Charakter, der unfassbar tolle Dinge findet die ganze Zeit und der hat leider so einen guten Charakter, dass ich bei dem Weg zu unendlichem Reichtum, in dem ich unter anderem den Papst zweimal erpresst habe, wurde ich zwar unfassbar reich,
Aber mein Charakter hat so ein schlechtes Gewissen dabei, dass wir andere Leute erpressen, dass wir einfach auf Stressstufe 3 sind und wahnsinnig. Und es ist nicht so gut. Und ich würde halt, boah, ich würde so gern noch mehr Menschen erpressen, aber mein Charakter kann nicht. Oh. Mein Charakter findet es gut. Ja, schade. Gerade bei dir habe ich so viele schöne Dinge rausgefunden. Ja, also bei dir hat man wirklich, Coppelius, also was ich da auch entdeckt habe, alles, ne? Aber Steinwallen, bei dir ist irgendwie, dein Typ ist ein entstellter Ehebrecher, auch nicht so vielleicht irgendwie der geilste Typ auf der Welt? Naja, sind wir nicht alle ein bisschen Ehebrecher? Aber er ist Poet. Ich nicht! Ich hab auch einen muffigen Hof jetzt inzwischen. Aber ja, aber sonst... da machst du was falsch, würde ich sagen. Naja, was ist bei mir los? Also ich erfahre mich des Maliktums. Ich heiße jetzt auch Malik. Wahrscheinlich, weil ich die Kultur gewechselt habe. Ich bin auch andalusisch geworden. Ja. Vor allem bist du sehr potent, würde ich sagen. Ja, in der Tat. Meine Familie ist... Oh Gott! Was ist das denn? Das ist auch so ein bisschen das Komplizierte. Oh, das sind viele. Ich habe den Überblick über mein Privatleben. Bin aber gerade so ein bisschen dabei, die Erbschaft zu sortieren. Hab ich schon gemacht, das war tatsächlich mein Problem, gerade beim Übergang, dass ich so viele Kinder hatte, dass mein aktueller Herrscher nicht so viel Macht hatte. Das versuche ich jetzt wieder ein bisschen gerade zu rücken und für die Zukunft da vorzubauen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir noch christliche Königreiche gemeinsam erobern. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin hier zuletzt der Malik Umar von Xenxir. Bei mir ist eigentlich ähnliches Problem. Die Erbfolge wird nicht so geil. Ist tatsächlich eine Schwierigkeit, gebe ich zu. Abgesehen davon, jetzt, ich hatte eine schwierige Phase und mein lieber Glaubensbruder Steinvalar hat mir geholfen, sie zu überwinden. Eine wirklich schäbige Rebellion, die dann auch genau noch der feige Denzel da drüben ausgenutzt hat, um mich im Moment der Bedrängnis zum Duell zu fordern. Aber ich habe sie alle zurückgeschmettert. Und ruhe mich jetzt auf den Lorbeeren des Sieges aus. Und ja, damit können wir doch weitermachen, würde ich sagen. Ja. Alle bereit? Ja, sehr dann gerne. Ab geht's. Pia, ich habe dir direkt Geld geschickt. Dankeschön. Ja, gerne. Lass mich jagen gehen. Und tatsächlich, Leute, sind wir trotz allem, was wir tun... immer noch mehr in Richtung Aussöhnung als Feindseligkeit unterwegs. Ah, deutlich. Naja, wir sind ja auch bemüht, gute Menschen zu sein. Das stimmt. Ich werde zum Schachspiel wieder herausgefordert. Also allein der Eindruck, den mein Charakter auf meinen Schachgegner machen muss, das Äußerliche. Schaut euch bitte noch einmal den Charakter an. Keiner traut sich da irgendwie wahrscheinlich gegen mich Schach spielen normalerweise. Ich verstehe nicht, wie du König sein kannst. Ich auch. Ich verstehe es auch nicht. Okay. Ich glaube, mein Erbe hat gerade einen Jagdunfall. Ist das gut? Oh, das ist aber schade. Ja, praktisch. Jetzt hast du einen Sohn weniger. Ich bin gestorben. Oh. What? Ups. Oh. Ja, guck mal. Ich sag's gleich, ich war's nicht. Nee, ich bin an Herzversagen gestorben. Das war jetzt heftig. Das war jetzt... ist nicht zersplittert. Aber im letzten Versuch sind wir durchgekommen, tatsächlich. In diesem Versuch sind wir leider nicht durchgekommen, aber das ist nicht schlimm. Also alles entspannt. Der Charakter, mit dem ich weiterspiele, ist auch ganz gut. Ich bräuchte mal eben kurz Hilfe von meinen Verbündeten. Ach, ich habe gar keine Verbündeten. Genau, das ist... Von meinen christlichen Kollegen. Ja. Irgendwie möchte mir mein Onkel jetzt an die Gurgel... Wer ist der Onkel? Mein Onkel. Ja. Also der Onkel, dem gehört hier so ein Kaff und der hat irgendwie, also... Scheiße. Scheiß hat der. Aber ganz schön. Das ist natürlich tatsächlich, ist glaube ich gar nicht so leicht, dass die anderen dir helfen, ne? Weil sie da mit Frankreich angreifen. Das weiß ich gar nicht.
Da hat jetzt dein komisches sich in unter die Fittiche eines mächtigeren Reichs begeben, Sepp, hat vielleicht jetzt Nachteile. So, die andere große Frage ist halt, greife ich jetzt meine Halbbrüder einfach an und hol mir meine Titel zurück? Ja, mach sie platt. Meinst du den Berenguer Ramon von Girona? Den was? An Sepp gerichtet. Ach so. Ja, Berenguer Ramona. Scheiße, Alter, was will der denn von mir? Aber eigentlich ist egal. Also das sind halt alles Kinder. Denn auf einmal so viele Kinder. Truppen hier? Und warum habe ich nichts mehr? Dadurch, dass er jetzt ja mir unterstellt war, fehlen mir jetzt natürlich auch irgendwie 12 Millionen Truppen. Was halt auch übelst dumm ist. Ja, das war bei mir auch vorher bei dieser Rebellion so. Dass das die ist einfach halt so weg. Scheiße. Das ist ja eigentlich... Naja, der hat 1373 Truppen. Glaube ich, inkludiert schon die... Aber du hast den König von Dänemark aus irgendeinem... Ja, Ort, den habe ich irgendwie, weiß ich nicht warum, aber der kommt mir zu Hilfe wahrscheinlich in 300 Jahren. Sehr gut. Ich kann dir zwar militärisch jetzt nicht helfen, weil er... Ich drücke mal ganz kurz Pause. Ich werde nämlich gerade zu einem Krieg eingeladen. Ist das jemand von euch, der mich einlädt? Nee. Nein? Nee. Also, okay. Wäre aber geil, wenn du mir helfen würdest, Pia. Nee. Finde ich sexy. Nee, gerade nicht so, aber nächstes Mal. So. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann dir Geld schicken. Ja, ich überlege gerade mal, mir ein paar Söldner zu gönnen. Eben, deswegen. Ja, ja. Es ist nicht viel, was ich schicken kann, aber vielleicht ein bisschen. Also 100 wäre, glaube ich, schon ganz geil. Ja, also ich komme jetzt gerade klar, aber warum nicht du? Naja, ich glaube, wegen der Goldmede. Fuck. Ja, das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich jetzt weniger Armee habe. Ich habe noch 1000. Das ist auch wenig. Das ist richtig wenig. Oh, danke schön, danke schön, danke schön. Oh, Moment einmal. Wenn ich du mir... Achso, das geht aber, glaube ich, nicht. Es ist jetzt faszinierend. Ich habe ja ein Bündnis mit Frankreich. Und das heißt, wenn ich jetzt einsteige, würde ich ja gegen deinen eigenen Lehnsherrn vorgehen. Was ja nicht geht, weil ich ja in einem Bündnis bin. Aber diese neue Methode, diese bezahlte Unterstützung... Ach so. Da könnte ich anscheinend jetzt beitreten, wenn du mir Geld zahlst. Aber ich glaube, also das mit den Söldnern könnte jetzt ganz gut klappen. Mhm. Aber nur generell, irgendwie anscheinend berührt es dann nicht diesen Krieg gegen den Lehnsherrn oder so. Mhm. Irgendwie interessant auf jeden Fall. Aber mit dem Geld bezahlen, ja, weil du dann ganz genau nur für die eine Person dann in den Krieg gehst, ne? Mhm. Ist das verwerflich, dass ich jetzt eine Geliebte habe, dass ich zwei Geliebte habe, die Geliebten von meinem Vater waren? Was? Das ist schon ein bisschen komisch. Wir sind noch so jung. Alter, bist du früher Pedo gewesen oder was? Nein. Also die eine ist 24 und die andere ist 24. Und der Vater war 49, also ist nicht so schlimm. Also... Ich kann leider nicht viel machen, weil ich noch Geld geschickt. Und schwere Waffen. Jetzt habe ich irgendwie einen neuen Bischof bekommen. Was ist los, Leute? Bei mir ist einfach übelst Kacke gerade. Was wollen wir hier tun? Jetzt sind irgendwelche Bauern auch noch am Start, oder was? Ich habe dich zu einer gemeinsamen Jagd eingeladen. Okay, du bringst mich ja nicht um mich. Nein. Hat auch Erfahrung gemacht. Deswegen verdächtigen auch Jagdunfall oder so. Ja? Nein, es gibt keinen Grund, warum ich das machen sollte. Aber ich find's cool, dass das jetzt geht. Dass man den benachbarten Dude eindingsen kann. So. Sind wir noch verbündet? Ja, check das mal bitte. Ich glaube nämlich nicht. Nein, dass ihr nicht mehr seid. Vielleicht könnt ihr aber einfach eins aushandeln, weil noch irgendeine Verwandtschaftsheirat besteht, sowas bei uns. Nee, wir haben keine mehr, glaube ich. Ja, ja, ja.
Aber Steinwein hat doch, ist doch so fruchtbar. Da ja, ist doch ich kümmere mich nicht drum. Ah, Leute, was soll ich sagen? Ich habe da jetzt gerade wirklich ein wundervolles Kind zur Welt gebracht. Mein neuer Haupterbe, und da ist die Brutmutter jetzt bei uns, ist kerngesund und intelligent. Das ist ach, das erste Scheiße. Kind mit zwei Perks. Es ist endlich können, passiert. Können wir das töten? Das ist ja heftig, das Teil. Okay, das ist heftig. Das ist einfach dir ein Perk und dir zwei Perk. Aber besser als krass. Alles, was wir haben. Ich hätte gerne eins davon. Dann müsst ihr aufhören, die ganzen guten Menschen in Spanien zu töten, Coppelius. Das stimmt, ja. Das ist wirklich. Die Christen haben wirklich einen schlechten Einfluss auf unser geliebtes Iberien. Also. Wir haben so einen richtigen Brain Drain basierend darauf, bleib dass einfach hier. Über die Jahrhunderte hinaus werden wir einfach im Wettbewerb zurückfallen. So ist es. Fachkräftemangel, sag ich nur. Genau, wegen dir, weil du alle Fachkräfte umbringst. Nein, nicht die Fachkräfte, sondern jene, die Fachkräfte produzieren. Ah. Also. Nicht besser. Nein, macht's nicht wirklich besser, nein. Verdammt. Nee, gar nicht. Ich habe aus Versehen einen Kriegsbeitritt abgelehnt. Ich Idiot! Ich habe gewebert. Nee, ich habe nicht gewebert. Ich habe Escape gedrückt. Das ist wie Ablehnung. Wusstet ihr das? Escape drücken? Ja. Ja. Du. Ich habe noch nie irgendwas versehentlich abgelehnt oder so. Dass das wie eine Ablehnung ist. Aber wenn du eine Auswahl hast zwischen A und B, das ist natürlich dann doof, ey. Ja, genau. Das finde ich auch doof, ja. Das hat mich jetzt ein bisschen zurückgeworfen. Alter, ich bin jetzt ein Mann! Ach du Scheiße, ich bin ja richtig kacke, Alter. Ärgerlich. Ah, ein Bauernaufstand. Mein erster Bauernaufstand. Das hat mich Prestige gekostet. So, jetzt können wir aber endlich hier mal Knick-Knack machen, oder? Auch Kinder. So, wie werde ich jetzt meine Brüder los? Die Gespräche sind, es wird immer schlimmer. Naja. Ries, du bist daran schuld. Ja, das stimmt ein bisschen. Ein bisschen, vielleicht. Ich weiß nicht. Ist man schuld daran, wenn man Leute zusammenbringt und die dann da gemeinsam einen Mord planen, auf diesem gemeinsamen Zusammenkommen? Ist man dann da schuld? Man ist quasi nur der Vermieter, so. Guck mal, ich komme sogar in den Rat, Alter. Ich bin doch voll kacke. Wer will mich denn in seinem Rat haben? Man ist quasi der Vermieter, ist auch eine schöne Antwort. Oh, einen verirrten Wikinger habe ich. Das ist ein guter Kämpfer. Ja, mitnehmen, ne? Ja, ein richtig Wo guter Mann. Wo kommst du eigentlich her? Ich verstehe diesen Krieg hier auch einfach gar nicht, der hier passiert. Oh. Was ist denn eigentlich bei... So.
Der Bischof bringt dir doch eigentlich nur Geld und ein paar Truppen, ne? Wenn der dich mag. Skaliert das? Je mehr er dich mag, desto mehr Truppen und Geld gibt er dir? Ja. Ich glaube, echt? Ja, das beim Bischof ist es so. Okay. Also wird sich schon lohnen oder ist er so drei Truppen, kriegst du mehr? Ja, kommt auf den Bischof an, ne? Also manchmal hat er halt ganz viel, ne? Das kannst du auch irgendwo nachgucken. Der Hofbischof besitzt, glaube ich, alle kirchlichen Domänen, die du in deinen eigenen Grafschaften. Die kontrolliert er. Ja. Und wenn du Hallo, da Mitchell. Halt eine Menge hast, dann lohnt sich das. Wenn du nur eine Grafschaft mit einer Kirche hast, ist es eher wenig. Mhm. Ich finde dieses neue Geplänkel mit dem Ringen und so weiter, finde ich mega gut umgesetzt. Da haben sie sich echt gespannt, wie sich das nachher noch so ausübt. Das aber ist tatsächlich jetzt das anders als die Hofmechanik, habe ich das Gefühl, wirklich eher für längere Partien. Ja. Dass das wirklich einfach eine Weile dauert, aber über verschiedene Dynastien dann ziemlich spannend wird. Aber das gibt's jetzt nur für Iberien, ne? Ja, aber sie wollen das zukünftig auch für neue Sachen nutzen, dann die Mechanik. Ach cool, das heißt, das ist jetzt so das Versuchen davon quasi. Genau, einmal die mich. Also ich kann mir das vorstellen, dass das so Großbritannien vielleicht ganz cool kommt. Oh, das wäre mega gut. Aber auch fürs Römische Reich, fürs alte Römische Reich, glaube ich, geht das auch richtig gut. Oder für Byzantien bietet sich es auch mega krass an. Ja. Es muss halt irgendwie so ein historisch, sag ich mal, nachvollziehbar, regional und zeitlich eingrenzbarer Bereich sein. So wird es nicht, glaube ich, allgemein für so ein Riesengebiet. Ja, ja, einfach für ein Happening quasi. Aber ich glaube, rund um Istanbul müsste es ja so viele Sachen immer wieder gegeben haben, wo man sagen kann, oh ja. Lol, lass das nehmen. Ja, so ein Byzanz-DLC muss ja auch noch kommen. Ja, auf jeden Fall. Das wird ganz sicher kommen. Ja, auf den warte ich die ganze Zeit. Die ganzen Flavor-Packs kommen und ich will endlich meinen Byzanz-Flavor-Pack haben. Ist das jetzt, was jetzt rauskommen ist? Ist nicht das ein Flavor-Pack, wie das so bezeichnet? Content-Pack heißt das, glaube ich. Flavor-Pack ist nur die Optik, oder? Oh Mann, ey. Nämlich eigentlich, ja. Weil dadurch, dass jetzt dann mit Mechaniken neu dazukommen sind und so weiter, deswegen. Ja, wir haben Kündigung geschaut. Jetzt hat Coppelius auch noch ein Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich. Alter, was bist du eigentlich hier so für ein Freundemacher? Das kann doch nicht sein. Richtiger Diplomat, ey. Ränkespiel muss nicht immer nur ungut sein. Was ihr mir die ganze Zeit unterstellt mit Mord und Co., ich meine, nein. Nicht notwendig. Das heißt wirklich Flavor Pack. Das ist Geschmacksrichtung Erdbeer wahrscheinlich. Hallo, Eierkuchenmagnet. Ah, Eierkuchenmagnet. Habt ihr eigentlich schon mal mit der Mod gespielt, die Kindersterblichkeit realistischer macht? Wurde mir auch schon empfohlen. Weil das hatte ich mir auch mal überlegt, das quasi mir anzugucken. Also jetzt beim letzten bin ich halt auf Achievements gegangen, deswegen habe ich Vanilla gespielt. Aber es soll da wohl eine geben, die das halt so ein bisschen realistischer macht. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil so ist es ja immer ein, ich möchte eigentlich nur ein Kind haben. Man enterbt alle, aber wenn du halt eine höhere Kindersterblichkeit hast, wird jedes Enterben halt zu einem potenziellen Risiko. Stimmt. Ja, in CK2 sind auch noch deutlich mehr Kinder gestorben als hier. Allgemein habe ich das Gefühl, die leben alle ganz schön gut. Warum findest du den Feldinquisitor nicht gut? Die neue Mechanik ist das DLC, soweit ich weiß, Geradio.
Das ist ja, also das ist ja quasi eine neue Mechanik für ein gezieltes Gebiet. Ich finde den Föld Inquisitor echt gut gemacht, tatsächlich. Kinder bekommen. Das ist, ich will die doch gar nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier noch. Also, wie ich diese Erbfolge noch irgendwie lösen soll. Ich glaube, da muss ich mich einfach damit abfinden, dass mein Reich jetzt recht unschön aufgeteilt wird, wenn es soweit ist. Jagdunfälle. Ja, Glückwunsch zur Bretagne, König Alfonso VI. What? Danke, danke. Was ist denn das? Wie der überall weiter ausrastet, ne? Tja, müssen wir schauen. Was sich so ergibt. Es ist so, halte 8 Grafschaften und werde Kaiser von Europa oder so. Das? Europa klingt eigentlich gut, ja? Ja, das würde ich dir auch zutrauen. Ich befürchte, dass wir nicht so lange spielen werden heute. Bis zum Kaiser. Aber ich bin froh, wenn ich überhaupt Kontrolle wieder über mein Land habe. Also dieser Krieg dauert einfach 100 Jahre. Keine Ahnung, was das soll, aber irgendwie endet der null. Das gibt's nicht. Ich hab ja. Oh, Deus Vult! Das gefällt mir nicht. Ja. Das gefällt mir nicht. Das ist das, nicht. Nee, das gefällt mir auch nicht wirklich. Wir sollten uns vielleicht jetzt einigen, dass wir es. Naja, ich weiß nicht. Mhm. Wie die Verteilung jetzt aktuell ist. Naja, wir halten keine heilige Stätte von euch, also. Außer da Jerusalem sind wir ja nicht, ne? Aber man kann es trotzdem umlenken, glaube ich. Man kann es umlenken, ja. Ja, ich meinte, wir könnten auch ein Glaubensoberhaupt erschaffen, das geht auch. Müsste bloß unten gegen dieses riesen Almoravid-Großemirat kämpfen. Dann könnte ich das. Ps erobern und dann kann ich Glaubensoberhaupt werden. Stimmt, du hast schon eine, ja. Ich bin bereit, wo brauchst du mich? Ja, das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, jetzt so einen Riesenkrieg gegen Muslime, andere Muslime zu starten. Das stimmt, weil vielleicht brauchen wir die ja auch gleich, wenn der Kreuzzug zu uns kommt. Ja, zum Beispiel. Bei mir im Chat steht schon, jetzt auf Maurice umleiten. Huh. Warum auf mich? Was haben die alle gegen mich? Gibt ja noch gar keinen. Ich bin der netteste und unschuldigste von allen. Ah, mein 5 Jahre alter Bruder hat meinen Mordkomplott leider überlebt. Und jetzt hasst er mich. Oh. Naja, gut.
Wundern tut's mich jetzt nicht. Ja, es ist halt, unser Vater war halt nicht so smart in der Aufteilung von dem, wer was wie wo erbt. Dafür kann ich nicht. Er hätte es mir auch einfach übergeben können. Wir haben jetzt kein Bündnis mehr, Shuyoka. Sollten wir das ändern? Ja, die Sache ist, ich habe eine wundervolle Tochter. Und ich würde dir die anbieten, aber die würde ich nicht einfach so hergeben. Was heißt denn das jetzt? Naja, die müsste halt schon einen guten Titel bei dir dann auch haben. Und die sind halt alle enterbt. Und der ist verheiratet. Das ist hier wichtiger als der Schutz des mächtigsten muslimischen Reiches. Ach, der kann ja Nebenehepartner haben, ist ja entspannt. Dann ist ja kein Problem. Dann wird die einfach der Hauptehepartner, wenn sie alt genug ist, habe ich gehört. Naja, sie ist null und mein enterbter Sohn ist 30, also... Ja, wie machen wir das jetzt? Von einfach der 29-Jährigen. Nee, nicht teilnehmen? Nee, nicht vom Spielererbe. Ich beteilige mich nur finanziell. Nebenpartner vom Spielererbe. Ja, vom Spielererben, genau. Also Konkubine quasi. Nein, ja. Jetzt wird sie zur Nebenehepartnerin und sobald sie 16 ist, wird sie zur Hauptehepartnerin von deinem Spielererben. Dann bekommt sie eine Beförderung. Kann ich das tun? Ja. Dann mag dich nur deine Hauptehefrau ein bisschen weniger. Bei mir heißt das ja Leben und Leben lassen, deswegen habe ich mich sowas nie geschert. Ja, dann machen wir das so. Cool. Okay. Also Steinwein, du hast jetzt deine Kinder, bringst die jetzt gerade um, oder wie? Sehe ich das richtig mit Jagd? Ich habe, glaube ich, was habe ich gemacht? Die Interaktion kann nicht mehr verschickt werden. Ja, ich habe auch gewebert, glaube ich. Das oh, Prinz Al-Mutad, wer ist das? Nee, warte mal, hä? Es waren einfach zu viele Sachen, die gerade aufgeploppt sind. Was ist denn da gerade aufgeploppt, was ich gedrückt habe? Ich habe meine Titel noch. Du hast ihn, hä? Ja, das hat alles geklappt. Mit meinem Spieler, ja. Okay, ich habe irgendein Achievement gerade freigeschalten. Und ich weiß nicht, was... Ich dachte kurz, ich hätte meine Titel alle abgegeben, aber ich habe sie nicht abgegeben und ich habe jetzt den Titel ohne Krone und trage keine Krone mehr. Nice. Aber ich bin noch König. Kann mir irgendjemand erklären, was das für ein Achievement ist, das ich da gerade aus Versehen gemacht habe? Ah, das sehe ich gerade, ohne Krone. Dankeschön, Jana, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ja, lustig, habe ich noch nie gesehen. Dankeschön. König Alfonso... Wenn du ich habe leider nicht genug Frömmigkeit, aber mit 500 Frömmigkeit kann man das Kriegsziel des Kreuzzuges umlenken. Mhm. Und mir würden da so 3 Ziele einfallen. Boah, was ist das denn? Boah, mit einem, das wäre halt richtig, also holy shit. Wie, aber ich meine, ist die Frage, wie ist denn die Machtverteilung beim Kreuzzug? Ich meine, in der Regel sind ja Kreuzzüge komplette Fails. Das haben wir keine Chance, dass wir das überleben. Wenn das Heilige Römische Reich damit zieht, plus dem Papst, sind ich die alleine so 13.000 die da kommen. Das ist, wir schaffen das nicht. Entschuldigung, wir sind irgendwie nicht verbündet. Ist die Frage, ob wir nicht noch die 3 Stunden spielen wollen, oder... Aber würden dann nicht die anderen Muslime ja auch hochkommen? Nee, müssen sie nicht, nein. Können sie. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Also einfach nur auf das Ränkespiel gesprochen und dass wir noch 3 Stunden Spielzeit haben, würde ich sagen, nutzt den Kreuzzug und macht damit lustige Dinge, aber macht keinen der Mitspieler zu einem Kreuzzug Dingsterbumster und wir nutzen den Dschihad nicht gegen euch, weil ich glaube, wenn wir damit anfangen, kicken wir mindestens eine Person vor Mitternacht raus. Das sehe ich auch. Ja. Das stimmt. Oh, das stimmt. Sollen sie kommen? Nein! Vielleicht ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Vielleicht ergibt sich ja sonst die Möglichkeit dann am Ende. Aber läuft ein Kreuzzug? Er wird gerade vorbereitet. Ach so. Ja, seht ihr, wie viele da drin sind jetzt schon? Ja, es sind jetzt 13.000, wobei ich zum Beispiel selbst jetzt da nicht drinnen bin. Also keine Chance, weil ich meine, wenn wir jetzt gucken, Maurice hat 3.600, Steinwein hat 5.200, ich habe 2.200, das heißt auch, wenn du nicht drin bist, Coppelius, sind es trotzdem noch mehr. Und ja, es gibt theoretisch gesehen Muslime, die noch mehr haben.
Aber du hast nie, die, also die müssen nicht beitreten, die können halt, die NPCs. Und wenn sie nicht wollen, dann tun sie es nicht. Und dann sind wir im Zweifelfall halt richtig am Arsch. Ich würde das Risiko nicht eingehen, aber müssen wir in der Gruppe entscheiden halt. Kannst du nicht einschätzen. Ich habe tatsächlich bislang immer gedacht, dass die anderen dann auch kommen werden. Wenn es natürlich dann nicht passiert, wäre es natürlich tatsächlich irgendwie ziemlich suboptimal. Naja, es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Also die KI findet halt den Weg teilweise nicht. Und es ist halt ein bisschen random generiert, je nachdem, wohin der Kreuzzug geht. Der klassische Kreuzzug, der halt nach Jerusalem geht, geht halt ultra oft schief, weil die Christen halt nicht gleichzeitig dort ankommen und dadurch massives Chaos herrscht. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn ihr jetzt einen Kreuzzug in Spanien startet, der halt wesentlich näher dran ist, das ob stimmt, die Christen ja. da nicht tatsächlich sehr schnell, sehr wohl dort ankommen werden. Und dann haben wir echt ein großes Problem. Aber auch Nordafrika und so. Ja, stimmt. Und wir haben noch einen anderen Islam in Spanien. Das ist die nächste Sache. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das sind ja mehrere Ausrichtungen vom Islam. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es nicht gleich wie im Christentum ist, weil Christentum umfasst ja dann auch mehrere Untergruppierungen wie eben zum Beispiel und so weiter. Ja, aber die Inselchristen habe ich noch nie bei einem Kreuzzug mitziehen sehen. Das sind ein bisschen außen vor. Genau, deswegen weiß ich nicht, wie es halt bei den Sachen ist, ne? Es ist jetzt aktuell, wenn man es jetzt anschaut, ist ja die Vorbereitung beginnt in 8 Monaten. Es ist jetzt schon doppelt so viel, obwohl keiner von uns jetzt da aktuell drinnen ist. Wie viele sind es mittlerweile? 23.000 zu 10.000. Also das... Boah, ja. Dann lasst uns das jetzt mal nicht machen, dann lasst uns hier in Iberien bleiben. Ich finde das auch, glaube ich, zu lame. Also ich glaube, ich sehe kein Problem damit, wenn ihr dort mitmacht. Darin sehe ich überhaupt kein Problem und versucht euch damit mehr Gebiete zu holen. Ich würde es nur doof finden, wenn man den Kreuzzug nutzen würde, um das Ränkespielziel vom Event zu erreichen. Also wenn jetzt jemand von euch sagt, yo, ich habe Bock, jetzt in Jerusalem auch nochmal Gas zu geben und mich dort mit aufzubauen, dann stört mich das überhaupt nicht. Ich würde es nur scheiße finden, wenn es halt direkt Richtung Spanien gehen würde. Ja, finde ich auch unnötig. Dadurch, dass ich sowieso jetzt, glaube ich, derjenige bin, der noch Funktion am wenigsten expandiert hat? Nein, genau, richtig. Und am wenigsten Ränkespiel bisher betrieben. Nein, der was theoretisch die Möglichkeit dazu hätte, ich entscheide mich dagegen. Schade. Aber das ist, ja, ich denke, das ist tatsächlich am besten. Aber da haltet uns nachher nicht vor, wenn wir euch platt gemacht haben. Überrollen, ja, gut. Dann kann ich sagen, gut, es war eine Fehlentscheidung. Ja, gut, aber das wäre nur, hey, wir holen KI-Leute dazu, damit wir OP sind und denen auf die Fresse hauen. Das ist ja auch irgendwie doof. Genau, ja. Ja, ich. Naja. Hör auf, jetzt hier zu provozieren, Steinbein. Noch haben sie nicht entschieden. Steinbein besucht die Herausforderung hier heute, glaube ich. Ja, ich sehe schon. Naja, das ist doch das, wo wir Christentum gegen Muslime und da haben da mal die Christen dieses popelige Instrument des Kreuzzuges, dann muss man ihn das auch lassen. Ja, und dann wir haben den Dschihad, das ist das Gleiche. Haben wir nicht, weil wir ihn nicht benutzen. Wir haben kein Glaubensoberhaupt. Wir hätten. Das ist das Problem. Wir hätten. Wenn wir hätten, wäre es noch was anderes. Ja, dann wäre es witzig. Also ein Dschihad gegen einen Kreuzzug zu starten, wäre, glaube ich, mega witzig, das parallel zu machen. Aber wir waren zu unfähig, uns darum zu kümmern. Nee, das ist nicht, hat nichts mit unfähig zu tun. Ich habe da schon einen Blick, aber es sind 8000 Mann, die da unten die Almoravid haben. Das ist halt ein heftiger Krieg, der alle Ressourcen für Jahre bindet. Damit wären wir angreifbar gegen die Christen. Das würde ich jetzt nicht als unfähig bezeichnen. Naja. Also Denzel, du hast da aber auch ein hübsches Kind. Mensch, wie hast du denn das Ding gekriegt? Muss ich mal gucken. Gefällt dir das? Oh, ein Genie. Der hat sich eine gute Frau. Ich würde dir einfach meine Frau geben und dann kannst du mit der machen, was du möchtest. Das ist aber die Frau von ihm, die also so gut ist. Also meine Tochter. Sepp. Was denn?
Das kommt durch seine Ehefrau. Wenn er was mit deiner Frau macht, kommt da nichts Gutes bei raus. Nee. Meine Tochter meinte ich, kann er haben, nicht meine Frau. Es war vielleicht verwirrend. Ja, ich hätte mir die heißeste Frau der bekannten Welt. Aber ich denke mir so, wenn hier gleich irgendeine Party startet, wäre das vielleicht ganz gut, wenn wir uns so gut kennen. Wie läuft denn dein Krieg so, Sepp? Bist du wieder Ja, ich hab ihn jetzt niedergerungen, aber ja, ich habe weiterhin eine Stadt. Fühle mich mächtig. Oh, denn warum hast du abgelehnt? Ich hab was abgelehnt? Ja, du hast hier den Heiratsantrag abgelehnt. Ich hab dich doch gerade gefragt. Jung. Okay, komisch. Weil das war gewollt oder nicht so? Nee, entweder hab ich nicht richtig gelesen oder ich hab nichts gekriegt. Weil, also, ich bin gerade in so einen Bildschirm gesprungen. Vielleicht hat er automatisch alles gecancelt. Weil hier übrigens, Steinwallen, wenn du nur mal schaust, es wäre ein opportuner Moment gerade. Für dich oder für mich? Für uns beide. Ich versuchte übrigens gerade eine Tochter zu klauen, Steinwallen. Also was heißt zu klauen? Mein Erbe braucht noch eine passende Frau und ich habe ein Auge auf deine Tochter geworfen, falls du das noch offen hast, das Fenster. Ach, da oben, alles klar, Verlöbnis. Was ist das für eine Tochter? 6? Die ist schön, ne? Ja, die ist super. Die würde super gut zu meinem Sohn passen. Guck ihn dir an. Das könnte ja, was Gutes werden. Ich bin zwar verbrannt, aber egal. Ja, Ries, wenn du loslegen willst, leg los. Mir fehlt immer noch diese Lust der Stufe. Aber du kannst ja mitmachen, ne? Ja, bei dir dann, ne? Als Bündnispartner. Ja. Oh mein Gott. Sind wir, glaub ich. Ich hab hier... Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Einer meiner Verbündeten hat einen Krieg angefangen. Du hast ja schon wieder abgelehnt. Ich krieg hier nichts. Mit Amir Ul Ambaka. Dann sag doch, dass du es nicht willst. Dann schicke ich dir nicht nochmal. Ich krieg hier wirklich keine. Schreib mal aus. Das steht oben. Denzel, das steht oben. Also, es geht los. Jetzt müsste oben was stehen. Du musst mal deine Brieftauben checken. Ich krieg hier wirklich keine. Du müsstest jetzt oben so 30 Sekunden Timer ablaufen haben. Nee. Hast du was getan? Ja, ich sehe. Ja. Plan, hervorragend. Der Plan gemäß. Und Leute, ich habe deswegen kurz Pause gedrückt, weil ich nicht weiß. Ich brauche mal kurz eine Rückmeldung von euch. Wir haben wir vor, gegen den krassen 7500 Mann vorzugehen? Ja, ist doch kein Problem. Nee. Den Retten meinst du? Ja, weil das Problem ist, der greift jetzt einen Verbündeten von mir an. Ach so, nee, das ist der, den wir besiegen müssten, um ein eigenes Glauben zu haben. Ja, genau. Haben wir vor, dem gleich parallel den Krieg zu erklären? Nee, wir sind gerade in einem anderen netten Krieg. Okay, dann lehne ich das ab und fick meine Prestige. Ja, oder... Ich gehe da nicht allein rein. Du kannst ja mitmachen, ohne dass du... Du bist ja nicht betroffen, wenn du... Ja, nee, aber ich müsste als Verteidiger rein. Ich habe Angst, dass der in mein Gebiet reinrennt. Joa. Ja, wurscht. Gehen wir rein. Sonst weit weg. Der kommt nicht zu dir. We hope. Okay, dann kann ich wieder... Welchen Krieg hast du da, Ophelios? So. Geht los. Warten wir jetzt mal den nächsten Moment ab. Wer ist denn der Angreifer bei denen? Der. Ich hab schon. Ja, wo bist du? Ich würde dir mal helfen, Ophelios, ne? Erstmal wahrscheinlich Toledo holen, oder? Ja, das ist wahrscheinlich gut, ja. Ich habe auch Verbündete noch gerufen. Also ich habe den heiligen römischen Kaiser und den französischen König umgebracht. Läuft das Spiel jetzt schon wieder? Ja. Bei mir ist nämlich Pause noch immer seit... Oh. Das ist schlecht. Pause ist Stufe 1. Das ist blöd. Speichern. Desync? Ja, Coppelius ist komplett im Desync. Ja. Ich denke mir, ihr macht Sachen... Gerade jetzt. Nix, ja. Und es ist gegen mich mehr an, oder? Weil ich sehe... Ja, genau. Ich hab dir den Krieg erklärt. Ja, gut. Okay, hervorragend. Das ist echt super Timing. dann
Ich steige jetzt aus und join noch einmal nach, oder? Jawohl. Ja. Ich dachte, du steigst jetzt aus und interessiert gehst mich in A oder so. Und tatsächlich habe ich, um seine Bündnisse wegzukriegen, einfach mal den französischen König und den heiligen römischen Kaiser umgebracht. LOL. Okay. Ja. Witzigerweise war das mega easy, weil die so unbeliebt waren, dass ich sofort 95% schon, weil sofort 10 Agenten rein sind. Der Bischof. Ich hatte die ganze Zeit 95%, hab immer verloren gegen den. Ja, das Spiel ist halt auch mal scheiße, was das angeht. Aber ja, von wegen, also die 10%, die du da immer Chance kriegst, die sind nicht 10%. Also das sind XCOM 5%. Ja, das ist, der Typ steht mit der Shotgun vor dem Gegner und trifft nicht. So, Coppelius kommt rein, da ist er. Okay, das heißt, wir führen jetzt einen Krieg. Wundervoll. Ja. Lass uns eng beieinander bleiben, ne? So, ja. Immer benachbarte Grafschaften. Das heißt, ihr habt jetzt sind auch auf dem Weg. Zwei Minuten oder was Vorsprung bezüglich der ganzen Sachen. Jetzt bin ich jetzt gespannt, was ja, das die sind dazwischen gemacht 20 hat. Tage oder so. Toledo ist sowieso hinter den Bergen. Das. Da kommst du sowieso nicht vor uns hin. Das ist sowieso dein, das hast du dir halt irgendwie schön eingeredet, dass das dein Land ist, hinter den Bergen. Ne? Aber trotzdem ist natürlich klar, dass du wirklich so ein Timing bist, dass du dann rausgeflogen bist. Dankeschön, ihr Lieben. Aber es ändert wirklich nichts, weil er mit seinen. Wo das Einzige ist, dass er früher noch Bündnispartner reinholen kann, aber die Truppen werden. Nein, aber nicht mehr. Er hat keine freien Kinder mehr. Ich habe geschaut. Achso. Lol. Dann ist es egal. Bist du ein böser Mensch? Ich bin ja nicht gänzlich närrisch. Das Problem ist, dass ich genau in dem Moment vorhin meine Truppen in Italien oder halt Sizilien halt. Ich weiß, Coppelius, ich beobachte dich genau. Ich war mir nämlich nicht sicher, weil es geheißen hat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich habe schon gewusst, da wird was kommen. Der gute Zeitpunkt war tatsächlich, dass die beiden Bündnisse weg sind. Okay. Aber es war dann die Cherry on top, dass deine wilden imperialen Ambitionen dich ja über die halbe Weltkarte führen. Ach, du greifst das ganze Königreich an. Nein. Ich mach das Ringen. Ach, es geht so. Um vier. Grafschaften, das ist nicht wenig. Das Königreich geht nicht tatsächlich. Da muss ich. Das wäre auch ein bisschen absurd gewesen. Also das ganze Königreich Videos, abzunehmen. Vielleicht nimmst du meine Anfrage mal an. Ich bin noch nicht im Spiel. Ach so. Okay. Ach so, aber es geht. Sorry, die anderen machen weiter. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich dachte, du wurde schon gesagt, dass du joinen willst. Von einer halben, von 30 Sekunden oder jetzt, so. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Charakter auszuwählen. Dankeschön, Sensei. Ach so, sorry. Ich dachte, Dankeschön. Das ist doof. Das hat er meinen Kriegsbeitritt abgelehnt. Wirklich? Also, dann ich sag Bescheid, wenn wir weitermachen sollen. Ich lass jetzt Pause, ich bin mit drin. Okay, er hat mich angenommen. Alles gut. Dass du deine Gelegenheiten sortieren kannst. Dann soll am besten einfach Coppelius start drücken, wenn er ready ist. Denzel, ja, bist du auch mit dabei? Wobei? gegen die Vereinigten Muslimischen Emirate hier gegenzuhalten. Auf jeden Fall. Ja, klar doch. Denzel ist auch im Kreuzzug. Das Problem ist nur. Ja, ich bin im Kreuzzug. Was? Anscheinend, ja. Und Coppelius hat drüben aus. Oh Gott, und ist da am Kämpfen. Aber wo bist denn du? Yep. Denzel, bist du mit deinen Truppen auch schon unterwegs? Nee, mit deinen Truppen bin ich nicht unterwegs. Das ist dann egal, du brauchst davon nicht mitziehen. Also ich habe die Entscheidung getroffen, in den Kreuzzug einzusteigen, bevor wir uns entschieden haben, dass wir ohne Kreuzzug spielen. Nein, wir spielen ja mit Kreuzzug. Es geht darum, dass wir den nicht umlenken. Das Ziel nicht ändern, ja. Ja, genau, das meine ich auch. Also. Aber, phew. Naja, Denzel, ich habe mich ja dafür ausgesprochen, ihn umzulenken. Ja, ist ja für mich auch cool. Also, aber das ist jetzt nur die Situation. Bist du denn da auch drüben? Ja. Also passt du Truppen da? Nee, ich habe noch keine Truppen losgeschickt jetzt. Dann ist ja kein Problem, dann kannst du ja hier auch mitkämpfen. Gibt's mir ganz kurz die Situation kurz anschauen?
Eieieiei. Den verstehe ich nicht, Gehirnkrampf. I'm sorry. Und hallo, Thiti. Großartig, die KI hat Söldnertruppen geholt. Das ist das einzige Geld, was ich gehabt habe. Hm. Naja, gut. Vielleicht haben wir... Nein, es ist egal, passt schon. Ja, obwohl Autosave immer am 1. Januar ist die Frage, ob es... Ich habe gespeichert in dem Moment, in dem Coppelius rausgefallen ist. Ich könnte auch aufmachen, dann hätten wir es genau mit der Sekunde. Gespeichert. Ja, ich habe da auch versucht zu speichern. Wir können nochmal rausgehen und gucken, weil es ist echt saublöd, dass genau in dem Moment ist jetzt für Coppelius. Ja. Es ist wirklich unblöd. Hallo, Jammer. Aber auf der anderen Seite... Wir gehen nochmal raus und gucken, wie die Safe Games sind. Ja, jetzt im 8. Januar... Kannst du das nicht gucken, ohne komplett das Spiel zu verlassen? Nee, geht nicht. Glaube nicht, nee. Ich kann Spiel speichern. Mal die Mehrspieler-Lobby, da könntest du es, glaube ich, sehen dann. Ja, beim Speichern wird witzigerweise das Datum nicht gezeigt. Aber ich habe eins vom 23. Dezember. Genau, das ist da, wo er rausgekommen ist. Ja, willst du denn keine Söldner haben? Nee, wahrscheinlich wegen Unterhalt nicht. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt gleich mal pleite gehen. Ja, gut, das ist blöd. Schon. Dann lasst mal rausgehen und wir gucken nochmal, was es an Safe Games gibt. Okay. Ja, sorry, dass das jetzt so blöd. Nee, das wäre nicht deine Schuld. Das ist jetzt wirklich zu einem blöden Zeitpunkt. Das ist mies, wenn man anderthalb Monate nicht in den... Vor allem halt gerade, dass du als Kriegsziel genau dann rausfliegst, in dem Moment ist halt mega doof. Also, Also ich habe das Autosave jetzt war der 8., also jetzt war 8. Januar, ich habe eins vom 1. Januar und eins vom 23. Dezember. Das war das, wo ich versucht habe zu speichern, als Coppelius raus ist. Wann ist deins, Pia, was du gemacht hast? Auch 23. Ich habe auch, Moment, wo ist es denn, Laden? Ich habe eins vom 1. Januar, eins vom 23. Ja, 23. und 1. Das, wo Coppelius rausgeflogen ist. Dann lasst uns das. Ich mache das nochmal auf. Passwort ist das gleiche wie vorher. Ich poste euch gleich den, den Code rein. Charakter wechseln. Hier ist der Code. Da kommt er. Und der Krieg hat jetzt da schon begonnen, aber es ist halt nochmal ein paar Tage. Mehr Zeit. Ja, es geht gar nicht um die Tage in dem Fall. Also es geht einfach wirklich nur darum, dass ich halt. Geht um die Söldner. 100. Ja, genau. Nee, klar, absolut. Ist das jetzt der Januar-Spielstand, den du startest? Nee, der 23. Nee, das ist der Dezember. Ah, perfekt. Also das ist so weit zurück, wie ich gehen kann. Sonst müssen wir ein ganzes Jahr zurückgehen. Eigentlich blöd, dass jetzt gerade der Januar war, ne? Weil der letzte Autosave ist halt ein Jahr vorher im Januar davor. Und da war halt nochmal alles anders. Aber wenn das war genau der Moment, wo er rausgeflogen war und dann hat die KI ja nichts gemacht. Du kannst übrigens auch in die Einstellung einstellen, dass die KI tot ist. Die Spieler-KI. Das verhindert solche. Wo mache ich das? Ja, dass die Spieler-KI tot ist? Also ja, es geht darum, dass wenn der Spieler jetzt so wie jetzt quasi nicht mitspielt, weil er zum Beispiel Disconnect hat, dann macht die KI nichts. Ach krass, das ist auch cool, dass sie das haben. Sehe ich jetzt aber nicht in den Spielparametern. Bin auch mal ganz kurz für eine Minute weg. Jawohl. Ich glaube, das ist in den Optionen, gar nicht in den Parametern. Ah, okay. Meine ich mich zu erinnern. Spieleinstellungen, da auch nicht. Kann aber auch in einem anderen Paradox-Spiel gewesen sein. Das wäre echt praktisch, ja. Ah, wenn ein Spieler rausfliegt, kann der Host das einstellen. Schreibt der Chat, ja, irgendwie war mir das. Okay, komisch, ich habe keine Option gesehen. Aber es war ja auch irgendwie so ein komischer Desync. Wir haben ja gar nicht die Nachricht gekriegt, dass Coppelius raus war. Das war ja eine ganz komische Situation.
dass bei ihm irgendwie noch Pause war. Ja, es ist ja nichts gestanden, dass ich irgendwie einen Disconnect gehabt habe, sondern einfach nur, dass das Spiel noch immer pausiert ist. Mhm. Und ihr redet über etwas und ja. Und es klingt, als wäre es eine Invasion in dein Reich. Und du so, das ist doch alles ganz ruhig hier. Ja, ich warte drauf, weil das heißt dann auch noch, ja, ist schon rausgeschickt, ist schon losgegangen. Und ich schaue dann auch da unten nichts und so weiter. Also, ja. So. Eine ungünstige Situation, ja. Also wir gucken, dass wir das jetzt so fair für dich wie möglich machen. Du hast dein Geld noch, 450 Gold hast du. Ja, sehr das gut. Ist genau das, was die Truppen gekostet haben. Alles gut. Dann sind jetzt alle drin, oder? Dann mache ich jetzt beginnen, aber noch auf Pause, dass du auch die Situation noch kurz überblicken kannst. Und ich natürlich ja, auch. Ja, ich bitte darum, weil ich muss jetzt mit Sepp reden, weil du mir das geschickt hast wegen der bezahlten Unterstützung. Ist das richtig? Ich gemutet. Ist gerade nicht da, glaube ich, gell? So. Ah ja, kann sein. Okay, also unsere Truppen sind jetzt schon ausgehoben, der Krieg ist erklärt. Sepp, hast du mir eine Anfrage geschickt wegen bezahlter Unterstützung zum Einstieg in den Krieg? Sepp ist immer noch gemutet. Entschuldigung, ich kann immer noch gucken. Ich habe... Habe ich dir geschickt, ja. Müsstest du auch oben haben. Genau, weil wir sind ja nicht verbündet. Genau. Genau. Passt. Dann ist das einmal drinnen. Ich fetz da drüben gerade. Das hat sie ja wunderbar ausgenutzt, ja. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, wie wir das mit den Truppen machen. Du musst sie jetzt einstampfen und rüberziehen, ne? Ja. Also erstmal gewinnen, dann einstampfen, warten... Und rüberziehen, das dauert alles sehr lange, ne? Vollkommen richtig. Erpressen kannst du sie generell immer. Bis dann haben wir den Krieg schon gewonnen. Für Geld ich wollte gerade sagen, scheinen sie schon lange da wahrscheinlich. Ich meine, es geht ja in diesem Anspruch, es geht ja nur. Da, hab ich ehrlich. Könnt für Druckmittelbezahlung verlangen. Wenig auch. Ja, es geht schon. Toledo ist halt auch eine der besten. Warum? Warum ist Toledo auf einmal einer der besten? Weil du sie haben wolltest und ich sie auch haben will. Das ist einfach, das gibt ihr Wert. Das ist wie eine seltene Sammelkarte. Naja, aber sie hat halt auch 6 Slots, ne? Meine Hauptstadt hat nur 5, also. Ja, ja. Und man muss halt sagen, du hast halt auch die Mine. Und das da drüben hat nochmal 6. Also du hast halt 2 Städte, die 6 Slots haben. Das ist schon ziemlich gierig, Coppelius. Und in Britannien bist du auch noch. Ja, ich finde auch, man muss da jetzt einfach mal ein bisschen hier, die Macht der Christen muss ein bisschen gestutzt werden. Ich habe mal eine Unterstützung angeboten, das kostet leider, anders nicht möglich. Kopernikus. Das kommt, weil die Christen alle so unfruchtbar sind, kriegen sie keine Bündnisse gebacken. Also ich habe jetzt nur eine Anfrage gekriegt. Aber vielleicht, weil ich es noch nicht gestartet habe. Weil wir Pause sind wahrscheinlich. Ja, weil Pause ist. Die Brieftaube fliegt ein paar Tage. So, jetzt möchte ich nur 2 Sachen noch ganz schnell anschauen mir. Und dann können wir schon loslegen, weil besser wird's eh nicht. Na dann, können wir von mir aus entpausieren? Ja, kurzen Moment noch. Ja, geht. Dann, die Frage ist jetzt Steinwallen, ob wir uns nicht doch schon aufteilen wollen, wenn ihre Truppen noch gar nicht hier sind, oder ob wir erstmal, ob wir wirklich die ganze Zeit jetzt schon beieinander bleiben wollen. Frage, ja, ich wollte... sonst oder ob ich schon mal ein bisschen hochgehe und da oben... erobere, ja, oder du Toledo holst. Ja, ich meinte, man darf... Kastilien hat auch 4.700. Aber das ist ja alles noch im Bereich des Machbaren, ne? Ja. Yorka muss vielleicht da so ein bisschen den Libero spielen, wenn ich diesen Uralt-Vergleich mal... Wer macht was? Du sollst Libero spielen. Was ist das? Das war noch vor dem Krieg. Wie man früher Fußball gespielt hat.
Ja, du spielst so quasi hinter der Linie und hilfst da aus, wo du gebraucht wirst. Ach, das ist meine Aufgabe? Oh, alles klar. Ich werde gerade von 6000 Menschen angeguckt. Ja, die wollen sich da vereinigen. Aber was sollen sie da bei dir? Das bringt ja alles keinen Kriegstand. Ja, nicht meine Hauptstadt angreifen, hoffe ich. Was soll? Warte mal, das könnten wir natürlich machen, ne? Das bringt denen doch nichts. Diese Halunken. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, haben wir nicht. Schwierig, 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 weil ich mir nicht sicher bin, ob es nicht sinnvoller ist, die Truppen rüberzuziehen oder auflösen. Ah, das dauert Ewigkeiten. Komm mal hier in unsere Nähe, Chuyoka. Ich bin auf dem Weg. Jetzt greifen wir Pias Hauptstadt an. Das würde ich sehen. Du brauchst in die Belagerung reingehen, das ist nur unnütze. Achso, du gehst dahinter, ja, okay. Weil da verbrauchst du Truppen. Ja, das ist gut. Aber dahinter verbrauche ich auch Truppen, ne? Na, dann stelle ich in südliche Gebiet rein. Pelios? Ja. Vielleicht eher. Ich frage mal ganz doof. Das mit deinen Truppen, das ist so gewollt, ne? Essentia. Was mache ich? Ja, vielleicht nach Placenza, von dort aus kannst du auch Maurice helfen, falls sie von oben rumkommen. Opelius kommt hier irgendwie links angeeilt. Ne, das ist irgendein Schwede, der da links mit 700 Mann eingeschifft kommt. Glaube ich. Der eine Verbündete, den er noch hat. Ja. Ah, ja, so, ja. Oh, hier wollen 1700 Mann. Ja. Das meinte ich. Da kommen jetzt, alle 6000 von oben. Ich komme. So, ich würde Toledo jetzt weiter belagern, ne? Ah, verdammt, die haben uns erwischt. Ja, würde ich auch machen. Ah, Mist. Scheiße, die haben dich erwischt. Ja, okay. Dann ist das eine erste kleine Niederlage. Enzel, gut aufgepasst. Sehr gut, muss man ja sagen. War das auch zu hoch, da oben separat zu belagern? Das haben wir gut gemacht. Du hast es auch stark betrieben, Maurice, muss ich sagen, dass du gleich dann nochmal gierig deine Truppen geteilt hast. Ja, das ist richtig. Gehen wir noch gar nicht hoch, Pia, da bleiben wir unten. Nee, mach ich auch nicht. Also, Oh, das ist ein wichtiger Gefangener gewesen. 91% haben wir jetzt, müssen wir verteidigen, ne? What? Das ist natürlich bitter. Maurice, hast du gewebert? Schon wieder? Gott, ja, anscheinend. Also, da haben wir aber einen wichtigen Gefangenen gemacht. Ja, das ist mein Erbe, den haben sie hier Erben haben wir gefangen genommen. Oh Gott. Kommt erstmal zu mir. Herr Denzel, bleib mal hier. Wir kommen zu Steinwallen, dann holen wir uns Toledo. Und dann sofort in die nächste Schlacht gehen. Wir müssen, wir dürfen denen keinen Prozent mehr geben. Ja, mit Toledo kriegen wir erstmal ein paar Prozent. Denzel, ich glaube, es ist besser, wenn du schon mal weggehst, bevor die dich festsetzen und du da nicht mehr wegkommst. Das dauert viel zu lange, das einzunehmen. Hab ihn enterbt, wir sind wieder bei 41. Alles für den Krieg. Alles für den Krieg. Denzel, komm mal hoch, bitte. Alter, bevor die moven. Bevor die moven. Wenn die dich einmal festgesetzt haben, dann dauert das echt. Ja, aber ich kann ja hier durch den Korridor eigentlich, aber na gut. Ja, aber wenn die dich einmal angegriffen, also selbst wenn die dich mit den 3000 angegriffen haben, dann bist du erstmal eine Minute gestunt quasi und dann kann Steinwallen direkt hinterherziehen, nachdem er eingenommen hat. Weißt du? So, alles klar. Ich dachte, somit hätten wir. Nee, ja, gut. Ja, dann dauert zu lange. Das hätte zu lange gedauert. Ich weiß jetzt noch gar nicht so genau, was wir hier groß machen können, ey. Wir brauchen mehr Truppen. Jetzt möglichst zwei benachbarte Burgen belagern. Einmal da, wo er drin steht mit seinen 1700 und dann einmal daneben, würde ich sagen. Also ich könnte es ist halt schwierig, dass wir in einem Voice sitzen, ne? Wollen wir diese Schlacht in zwei Voices machen? Den können wir auch. Denzel, komm mal hoch. Lass uns das machen. Komm mal hoch, Denzel. Ich schieb euch runter ins Zweier. Komm mal runter, ich habe einen Plan. Was? So. Okay, dann schieb uns erst und dann machen wir weiter. So, jetzt sind wir hier. So, also bei mir sind jetzt noch ein paar Verbündete auf dem Weg, zum Glück. Also, wir deutlich überlegen, truppenmäßig. Allerdings ist das Gebirge, da würde ich tendenziell nicht angreifen wollen. Sondern oben links, oder wie? Naja, wir gehen auf die Burgen. Er steht ja nur im Gebirge. Wir können an ihm vorbeiziehen. Ich habe mir sicherheitshalber nochmal Söldner geholt.
Ihr müsst bloß mitkommen. Ich komme. Dann ich komme. Auf geht's. Ich komme. Sölden, also wir sind auch gerade noch dabei. Der weg. Oh, im Moment sind sie zahlenmäßig überlegen. Das ist ein bisschen heikel. Soll ich da jetzt rein oder nicht? Verbündete. Nee, das sind jetzt 10.000 Mann, die da haben. Wie viel haben wir? Oh, das könnte weniger sein, tatsächlich. Ich komme gerade nochmal mit 800. Nee, wir haben mehr. Wir haben jetzt nur die 2.000 Verbündeten hier. Hier kommen noch 800. Warte mal, ich hänge mich an Steinwalds Armee. Nee, mach bitte nicht, weil wir müssen ein bisschen auf Versorgung aufpassen. Wir müssen jetzt unsere Armeen schon irgendwie ein bisschen getrennter fahren. Ich würde da reingehen. Hinter uns, Leute, die sind hinter uns. Wie hinter uns? Leon ist in Irksax im Norden von meiner Stadt. Ja, das ist gut. Die kommen von zwei Seiten. Komm, bleib mal stehen. Wenn sie mich jetzt angreifen, haben wir Gebirgsvorteil. Geil. Ja, sie kommen. Jetzt reingehen. Rein, sofort. Ich bin auf dem Weg. Ja. Das wird spannend. Scheiße, ich muss noch... Oh mein Gott. Nein, sie brechen ab. Nee, aber... Oh, sie haben mitten dann abgebrochen, aber eine Armee haben wir erwischt. Geil. Ja. Jetzt müssen sie noch rein. Ich habe nämlich auch drei. Jetzt müssen sie rein. Oh. Und unser Verbündeter kommt auch noch. Ich habe 3 Sekunden vor der Schlacht mal Befehlshaber gewechselt. Das hat nämlich die Prognose auch nochmal verändert. Alter. Was? Du bist ein Schuft. Von 19 auf 28. Du bist ein Halunke. Yeah. Oh, das ist eine richtig gute Schlacht. Das geht gut. Oh Gott. Ja, die Gebirgsverteidigung ist einfach das top. Das ist so schurkisch. Ich habe größten Respekt davor, Steinwallen. Jetzt kommen sie doch noch mit einer anderen Armee. Der läuft da nicht rein, oder? Jetzt haben wir auch noch einen... Ich habe noch einen Sohn bekommen. Nee, er muss abhauen, aber... Nee, aber den kriegen wir vielleicht gefangen. So, jetzt gehen wir direkt nach oben. Den kriegen wir, der ist da auf dem Weg dahin. Ja, die andere Armee kriegen wir auch. Ah, nee, die ist schneller. Okay, dann belagern wir einer die linke Burg, einer... Ich gehe zur oberen, ja? Hä, aus irgendeinem Grund ist jetzt gerade... Charakter gewechselt, irgendwas ist gerade... Pause, kurz, Charakter gewechselt. Ach, Leon hat eine König? Aber irgendwie seid ihr mir jetzt gerade feindlich. Leon hat sich geteilt, Leute. What? Der große Stratege hat die Erbteilung nicht beachtet. Oh nein! Aber ich muss nur gerade gucken, weil ich habe jetzt hier irgendwie gerade... Nee, ihr seid keine Feinde. Irgendwie ist aber... Du stresst mich massiv, Maurice. Wer ist jetzt mit wem? Was feindlich? Es ist alles normal. Ich habe gerade irgendwie eine rote Armee mittendrin. Also ja, die Senfarmee. Die fliehen immer noch. Okay. Gott, alles. Maurice, macht mir so viel Stress, ne? Sagt einfach, oh, plötzlich seid ihr mir feindlich. Das tut mir leid. Ich muss nochmal in den anderen Raum jetzt kurz, glaube ich, gehen. Wir müssen kurz bei Coppelius halt fragen, wann wir wieder entpausieren können, weil das ist ja jetzt gerade für ihn wahrscheinlich gerade schwierig. Dann lass uns hochgehen nochmal. Geh nochmal hoch und dann ich schieb euch wieder hoch. Ja, es läuft jetzt gerade nicht so gut. Hallo, gut. Achtung, wir sind wieder da. Weil bei dir ist irgendwer gestorben. Ja, okay. Coppelius, wenn es knüppelhart kommt, kommt... ordentlich, ja. Leider. Warum bist du mit 58 eines natürlichen Todes gestorben? Ja, komisch, ey. Und wieso hast du deine Erbteilung nicht organisiert? Du warst zu gierig, du hast zu viel erobert. Das war ja das, was eigentlich jetzt noch ausgestanden wäre. Ich habe leider nicht früher die Möglichkeit gehabt. Ich habe schon versucht, die Leute eben irgendwo hinzubringen und so weiter, aber es ist noch nicht sich ausgegangen, leider. Ja. Ich habe es ja gut dezimieren können. Es hätte sonst noch extrem ausgeschaut. So ist es jetzt nur zwischen zwei mehr. Sonst wären ja noch viel, viel mehr Leute auch noch dabei gewesen. Aber naja. Und welcher bist du jetzt? Ich bin von Leon noch. Ah, okay. Und Galizien ist wieder frei. Genau. Das heißt, der Krieg, perfekt. Warum geht er jetzt überhaupt nur noch? Und die anderen zwei Grafschaften. Aber egal, Galizien kann das nächste Ziel sein. Er geht um Toledo und Avila. Ja, das stimmt, das stimmt. Aus bloß ein Kriegsgrund. Naja, wir führen erstmal den Krieg, würde ich sagen, zu Ende. Noch ist er nicht gewonnen. Es ist immer noch knapp. Eine Schlacht ist noch kein Krieg. Spielst du schon wieder? Nee. Ich habe jetzt, dass du kannst sehr gerne okay, sagen. Ich wollte jetzt nur nett, dass ich schon wieder so ein Desync habe, deswegen. Ja, genau, nee.
passt, macht's das. Wir haben, genau, wir können jetzt diese eine Grafschaft auch nicht belagern, übrigens, Maurice. Aber wir sollten vielleicht wieder die Kanäle wechseln, ne? Ja. Ja, bei dir war das Problem mit der Erbteilung, ne, dass du zwei Königreiche in deinem Land hattest, ne, wo du dann und deswegen kriegst du nicht nur irgendwie so kleine Dankeschön. So ein bisschen was, sondern haben wir ja auch noch, ne? Genau, ja, aber ja. Warum nicht einfach den Königstitel zerstören? Ja, weil er sich selbst gründet. Das ist nee, ja bei der wir haben ja Erbteilung. Wir sind ja, ja 1100 reingegangen, da gründet sich's nicht selber. Doch. Ich glaube nicht, nur bei Bundteilung, oder? Könnte ich jetzt nicht beantworten, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Im Nachhinein werden sämtliche gehaltene Titel des Herrschers unterdessen aufgeteilt, wobei der Spieler immer den Haupttitel rein. Ja, nee, stimmt, du hast recht. Ja, das ist aber ja. Das ist Teilung. Der Win, bitte? Aber wieso kam es zur Teilung? Weil du, weil er wahrscheinlich zwei Königstitel getragen hat, oder? Ja. Das wird sein, ja. Hätte man Titel zerstören müssen, ja, du hast recht. Ja, so ist dann es. Weiter geht's. Deine imperiale Gier, Coppelius. Immer mehr Königreiche. Ich kann gerne. Das keine ist die Sorge. Späte die Gier Rache. Ist noch nicht vorbei. Die ist noch nicht bewegt vorüber. Sich's bei allen? Ja. Gut. Ja. Naja, läuft. Jo. So, dann sollten wir jetzt hier in benachbarten Grafschaften stehen, aber nicht belagern, ne? Weil das gehört jetzt hier gar nicht mehr zu den Kriegszielen. Da steht halt was, ne? Leute, ich hab da was gefangen. Ich hab da was gefangen. Hilft mir da jemand? Ja, ich komme. Ich hab da wen erwischt? Bleiben wir jetzt in einem Channel. Okay. Ja, wir können auch wieder wechseln, wenn ihr wollt. Es ist im Grunde eh schon vorbei. Weil ich weiß auch nicht genau, wie wir jetzt. Ihr habt die erste Schlacht gewonnen. Wir werden jetzt nicht mehr so viele neue Krieger zeugen während dieses Krieges. Ihr müsst ein bisschen mehr Liebe machen. Ja, wir sind dran, aber. Ihr müsst mehr Ehefrauen nehmen. Mann, ihr habt doch Britannien, da sind doch schöne Frauen. Ja, wir wurden gerade alle gleichzeitig mehr oder weniger getötet und sind alle gerade erst geschlechtsreif. Ihr müsst im Gebirge kämpfen. Das ist tatsächlich eine interessante Spieldynamik, die es im Ränkespiel so nicht gab, dass die Muslime alle als alte Säcke angefangen haben und die Christen alle jung. Das heißt, die zwei Teams sterben zu recht unterschiedlichen Zeiten zum ersten Mal. True. Was am Anfang ja für die Muslime ein Nachteil war, weil sie recht schnell das Problem haben. Und jetzt passiert es eben für die Christen, dass diese Epoche jetzt kommt, während wir noch einigermaßen im Saft stehen. Ich bin in der dritten Generation. Seid ihr erst in der zweiten? Ja, hat schon wieder zwei Söhne bekommen, ey. Das ist unfassbar. Wer hat zwei Söhne? Meine Erbfolge kann ich nicht mehr retten. Das wird eine Katastrophe, aber ich habe zum Glück nur den einen Königreichstitel. Deswegen. Ihr braucht mich da jetzt aber nicht mehr, oder? Na, ist die Frage. Ich meinte, Coppelius kann natürlich, wenn er Meinung ist, dass er eh verloren hat, auch einfach. Ja, ich schaue gerade, es wird nicht rentieren, glaube ich, da jetzt groß. Es kostet mir nur Geld im Endeffekt, jetzt so das in die Länge zu ziehen, weil gewinnen. Locker, wenn wir noch ernsthaft kämpfen wollen, brauchen wir dich. Bitte? Nee, entschuldige, das war in Richtung Schuljocka. Ja, ich glaube auch, das Sinnvollste ist, den Krieg, ne? Oder? Das soll Coppelius sagen. Ja, aber nicht als weißer Friede. Lass dich nicht webern. Nee, ablehnen. Also, das Team ist auch neu, ja, weil wir wirklich zwei Teams haben dieses Mal, ne? Es war mein letzter Versuch. Mein allerletzter Versuch. Wie dreckig. Ich habe jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, weißt du? Dieser Mensch hat alles verdient, YouTube, was ihr ihm an. Denkt an all die Leute, die er ermordet hat. Na gut. Kapitulation. Hiermit ergebe ich mich euch und eurer Armee. Lasst mir nur meine Würde. Ja. Was für eine Tür. Bitte, ey. Das tut weh. Aber
Aber ich mag diese Dynamik bei diesem Ränkespiel, dass wir mal in Teams gegeneinander spielen. So krass hatten wir das noch nie. Und ich finde es sehr, sehr cool, tatsächlich. Hat was, ja. Ich dachte mir schon, dass dieses Setup halt wirklich neue Optionen, also mal ein anderes Ding quasi ist. Ja. Liebe Muslime, seid ihr denn bereit für den nächsten Schlag, für einen Nachfolgekrieg? Ja. Weil wir müssen unsere Überlegenheit doch jetzt ausnutzen, oder? Müssen wir? Ich glaube auch. Ich hole mir jetzt hier also ein bisschen was. Ihr hattet doch noch Söldner, die sind doch schon bezahlt. Ja, das also zum Beispiel Galizien vielleicht jetzt, weil bevor er sich hier da viel zurückholen kann. Ich würde gerne auch mal was erobern. Ja, worauf hast du denn Bock? Na, ich kann um mein großes Herzogtum kämpfen. Dann hol dir eins. Okay, dann seid bitte bereit für einen weiteren Krieg. Ich bin bereit. Ja. Okay. Was greifen wir denn an? Kastilien. Oh mein Gott. Oh. Tun wir das wirklich? Ja, Leute, jetzt hier. Bitte in den Krieg rufen. Jawohl. Und ich rufe dich auch in den Krieg. Wir hätten den Kreuzzug umleiten sollen. Ja. Aber du hast es in der Hand, das ist okay. So, dann kommt. Ich bin am Ausheben. Ich bin ein bisschen stärker geworden. Ich hatte dazwischen ein bisschen Armee aufgetankt und weiter ausgebaut. Wir sind jetzt 4.300 statt 3.700. Ja, ja gut. Ich bin ein bisschen mächtiger jetzt. Wir müssen bedenken, diesmal haben wir meine Verbündeten nicht mehr dabei, aber wir haben die auch nur begrenzt gebraucht, tatsächlich. Ich habe auch noch irgendeinen Verbündeten mit 2.000 Mann. Sehr gut. Ich so, da wird gekämpft. Mein Kriegsvolk noch mal deutlich auf. Ich weiß, hier wird jetzt hart gekämpft, aber die überrennen uns mehr oder weniger und ich möchte zumindest heute Abend noch was erreichen. Kann ich den anderen besser helfen? Also ich kann halt nichts tun. Die können eine Armee kaufen und sind damit stärker, als ich jemals sein werde. Ich gerade. Nicht auf die andere Festung hier unten. Warte, wir gucken noch mal eben, ob hier jemand sich noch turnt. Du bist nicht gemutet, Sepp, ne? Nee. Nur, dass du Bescheid weißt. Ach so, ja. Ist nicht schlimm, nur dass du weiß nicht, ob es geplant ist. In den Krieg ziehen, ja selber. Ja, am besten auf diese andere Festung, ja genau da, die Richtung. Maurice, wo ist deine Armee? Sie ist hier. Ich musste gerade noch mein Kriegsvolk also noch gewartet, bis das maximal ist, weil ich habe mir ein paar mehr Ohrnager geholt und so, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Und dann jetzt, wo soll ich hin? Am besten auch wieder den Libero spielen, obwohl ich sehe gerade, Schuljok hat irgendwie zu wenig Männer da bei der Festung. Was ist denn da los? Nee, das ist nur der Festung. Die Festungsstufe ist nur zu hoch. Aber das geht trotzdem. Also es braucht nur länger. Ja, ich glaube. Und da helfen auch mehr Männer, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, man bräuchte Onager. Ach so, du hast gar keine? Nee, ich habe keine Onager drin. Das ist aber... Ja. Braucht man doch. Ja. Ja, ich hatte keine Zeit. Weiß eh, wie das so ist. Ich habe so viele Frauen. Die brauchen so viel Zeit. Oh, die kommen da unten links, Steinwallen. Die wollen deine Hauptstadt. Hm. Da ist ja... Die ist ganz gut befestigt. Ich würde sagen... Wie viel sind das da unten? 6.000 oder so. Ja. Okay, dann ziehen wir da mal da runter, ne? Brauchst du meine Hilfe? Ja, das Blöde ist, dass du... Ich habe mir Onager geholt. Ja, okay. Ich kann auch die Belagerung machen und Pia geht runter mit Truppen. Lass mal gemeinsam runtergehen. Geht ihr runter und ich mache hier das fertig, weil ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt extra Onager gekauft. 6 kommen jetzt darüber und helfen.
Das ist Hallo, Natanja. Jawohl, und jetzt ist das Problem auch weg. Dass das nicht mehr passt. Hm. Zieh mal rein da, ne? Ja. Du bleibst stehen? Nee, ziehe. Was? Ja, Moment, bin ich jetzt schon... Komm schnell, du bist zu langsam. Ich gehe so schnell ich kann. So schnell die Füße mich tragen, bin gleich drin. Alles gut. Jawohl, guck dir das an. Ah, souverän. Okay, perfekt. Dann brauchen wir eigentlich nur eine Truppe, die da oben noch weiter belagert. Ah, wir ziehen aber wieder hoch. Oder wollen wir hier bleiben? Ah, ne, die müssen auch hochziehen. Die ziehen an uns vorbei. Ja, ja, perfekt. Ja. Ich hab meinen Hofarzt gefangen genommen, ihr Schweine. Das tut mir leid. Warum kämpft dein Hofarzt? Ich habe alle rausgeschickt, die ich hatte. Ja, der kämpft mit Spritzen. Also ein Feldscher. Seelfias Onager leisten gute Arbeit. Ja, ja, die haben echt viel geholfen. Maurice, kommst du? Du bist wieder so langsam. Du bist da stehen geblieben. Ah, nee. Ah, verdammt. Maurice. Ich wusste nicht, dass wir schon so weit hochgehen. Ich dachte, wir bleiben in der Nähe von Pia, damit wir uns nicht irgendwie wischen lassen. Blöd. Steinwein ist näher an mir als du. Das ist nicht wahr. Guck, wo ich bin. Diese Anschuldigung. Das ist wie so ein altes Ehepaar. Diese kritteligen Verbündeten immer. Ich habe meinen eigenen Erben enterbt, um diesen Krieg zu gewinnen. Aber besonders gut war er jetzt auch nicht. Ja, es war auch nur ein Vorwand, gebe ich zu. Okay. Dann kommt mal alle zu mir. Ja, er geht schon weg. Ah, das ist bitter. So schnell geht's. Zuerst so viele Bündnisse und Machtausweitung und jetzt habe ich zwei, die keine Kinder haben, null Bündnisse, gar nichts. Ach, Denzel, du hast ja schon... Oh. Warte mal. Ja, also ich bin ein bisschen zufrieden, dass ich es geschafft habe, die zwei mächtigsten Monarchen der Welt zu ermorden, nur um deine Bündnisse zu brechen. Ja. Der Tod war jetzt echt unglücklich. Das war echt Pech. Ich glaube, mich wird es natürlich auch bald dahin raffen. Ich bin auch schon 54. Ja, 54 ist doch noch in der Mitte. Leute, wir sind immer noch auf dem Weg zur Aussöhnung. Das ist so ein Hohn. Naja, es hat eine mittelalterliche Aussöhnung. Wir tränken die iberische Halbinsel in Blut. Und das Spiel sagt, ja, eindeutig Versöhnungskurs, was ihr da fahrt. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komisch, ja. Das ist irgendwie vom Balancing komisch. Das müssen sie vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren. Ja. Denzel, willst du jetzt bis zum Ende durchziehen? Wie bitte? Das kam nicht an. Willst du das jetzt bis zum Ende durchziehen, diesen Krieg? Ja, klar, der kostet euch ja ordentlich. Also, ich habe ein Plus. Mich kostet das gar nichts. Also gut, ich würde sonst mehr verdienen, wenn man es so nimmt, aber ist jetzt keine große Sache. Es wird in meinem Chat darauf hingewiesen, dass wir untereinander ja viel Versöhnung tun. Ja, dass ja auch Versöhnung zählt, wenn zwei Muslime ein Bündnis eingehen und sich heiraten oder so. Das stimmt. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, ne? Weil eigentlich, es formen sich zwei große Machtblöcke, die gegeneinander kämpfen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es ein bisschen so ist, dass wenn Christen untereinander, dann zählt das nicht unbedingt als Aussöhnung. Naja, aber es ist ja eine, weil man kann ja auch, also man muss ja nicht automatisch verbündet sein, nur weil beide christlich sind, so. Das stimmt, wie Copernicus mit seinem armen Bruder gezeigt hat. Ja, oder ich mit meinem, der es leider überlebt hat. Ah, ja, stimmt. Das ist eigentlich mit Byzanz, warum sind die nie gekommen?
Das weiß ich nicht. Da habe ich einen Mord versucht, es hat nicht geklappt und irgendwann war das Bündnis einfach weg. Schweine. Coppelius, weißt du, was da los war? Warum das Byzanz-Bündnis irgendwann nicht mehr existiert hat? Bei mir? Wahrscheinlich wurde ja. Byzanz gestürzt mit der Erbreihenfolge. Nein, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das mit... Ich glaube, das war bevor dieser Desync war, dass die... Ich glaube, die Verlobte ist, glaube ich, gestorben. Das dürfte aber jetzt noch nicht von dir ausgehend gewesen sein, schätze ich. Nee, ich habe das versucht, tatsächlich. Ich habe da Morde versucht. Der hat sogar geklappt, bevor wir dann neu geladen haben. Mhm. Und dann hat er nicht geklappt. Und dann habe ich schon gedacht, ah fuck, jetzt kriege ich, weil ich konnte bei allen anderen, konnte ich dann immer noch bei der anderen Person versuchen. Bei Byzanz hatte ich aber die andere Person, war halt außerhalb meiner diplomatischen Reichweite. Ich dachte, oh verdammt, jetzt kriegen wir dieses Bündnis nicht mehr weg. Und dann war es irgendwann nicht mehr da. Und dann hast du es, glaube ich, mit dem Heiligen Römischen Reich ersetzt. Und da hatte ich halt den Kaiser richtig leicht weggemacht mit 95%. Mein Typ hat 4 Ehefrauen und will trotzdem sich Porträts anschauen, um noch welche anderen zu finden. Ja. Warum geht's das da nicht in der Festung voran? In welcher? Ich hab ehrlich gesagt, bei mir, ne? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hab, man braucht besseres Belagerungskriegsvolk. Ich hab 40, ich hab Onaga, aber sie reichen nicht. Wir bräuchten jetzt schon... Ja, okay. Das ist Stufe 7. Sonst komm ich mit rein. Aber du hast auch keine Mangonellen. Ich glaube, es zählte sich da nicht die Zahl, sondern. Nee, da geht's um die Technik. Ich hab Mangonellen doch. Ach, du hast schon Mangonellen? Oh, krass. Oh, meine ganzen Ehefrauen sind schon wieder alle schwanger. Insofern. Ah, ja, perfekt. Dann. Kannst du auch da rausgehen. Dann gehe ich weg und überlasse dir da das Feld. Aber wir sind auch gleich durch, also. Ja. Coppelius hat sich jetzt dafür gleich Galizien zurückgeholt. Leute, es sind 100%. Jawohl. Oh ja. Ich habe hier eben gestürmt. Perfekt. Ja, wunderbar. Unsere Kultur hat Münzprägung. Da spielen wir jetzt direkt Münzen zum Gedenken an unseren Triumph prägen lassen. Genau. So, das hat die Feindseligkeit ein bisschen nach vorne gebracht, aber... Junge. Nur noch mehr Aussöhnung. Was wollen wir denn mehr haben? Aussöhnung oder... So, jetzt... Jetzt ist also schon... Eigentlich hatte ich tatsächlich gedacht, es sollte jemand auf... Jetzt darf sich Schurka was aussuchen, was hier overkill. Yoga muss erstmal warten, bis ihre Armee sich wieder erholt hat. Weil ja, ich mach gerade. Ah, jetzt geht's hoch. Nevermind. Ich mach gerade Minus. Ja, aber wollen wir die jetzt da weiter schröpfen? Was ist nicht. Das, ist das gemein oder was? Das schon. Ist das gemein oder was? Ja, eigentlich schon. Ja, ich meinte. Man könnte ja auch darauf hinarbeiten, dass einer von uns die Bedingungen erfüllt. Aber wir kommen gar nicht in die Feindseligkeit. Aber also die Bedingungen, das war tatsächlich, ich hatte gedacht, das geht ein bisschen schneller, ehrlich gesagt. Wir werden heute nicht die eigentlich angedachte Siegbedingung, weil das da müsste jetzt dann noch die nächste Phase erstmal kommen und dann kann ja, einer von uns... Ja, schon wirklich. Also die Phase erreichen wir vielleicht, naja. Und dann müsste einer bereit sein. Für die Dominanz. Das ist schon machbar. Aber Coppelius hat sich jetzt Dings wieder zurückgeholt, ne? Ja, nee, ich glaube, es ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Kein anderer Herrscher kontrolliert mehr als zwei. Also tatsächlich müssten wir dann uns auch gegenseitig zerfleischen, lustigerweise, was natürlich legitim wäre, aber. Keiner von uns dürfte mehr als 20% von Iberien kontrollieren, wenn einer dominant sein will. Ich glaube, das wird in 2 Stunden nicht mehr... Also, wir sind auch nicht mal in der Phase. Wir könnten uns ja, um den Katholiken ein bisschen Luft zum Atmen zu geben, könnten wir uns ja um ein Glaubensoberhaupt bemühen.
Das stimmt. Wir könnten jetzt hier mal diese Halunken da unten, die ganze Zeit denken, sie hätten diese heilige Stätte, wenn unser Oberpapst Steinwallen da irgendwie einen Anspruch drauf fingiert, vielleicht? Unser Oberpapst. Falsche Religion? Unser Steinwaller. Ist das der Titel soll Steinwaller sein. Für das Oberhaupt. Ich bin eigentlich auch irrsinnig so jetzt ausgeschalten. Ich habe keine Möglichkeit mehr zu intrigieren gegen euch, weil mein Sohn ist mitfühlend. Und ihr wisst, was das bedeutet. Was sagt das über dich? Dass sobald dein Charakter mitfühlend ist, deine komplette Spielweise nicht mehr möglich ist. Die heutige Spielweise wohlgemerkt. Die heutige. Aha. Wenn ich jetzt ein klitzekleines Mordkomplott vielleicht so durchführen würde, würde mir das sofort 80 Anspannung bringen. Also, ja. Du wolltest doch einen neuen Erben haben, oder? Das ist doch super. Tja. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile einen Erben. Aber der ist jetzt. Coppelius, ich möchte an dieser Stelle dieses Mimimi nicht hören, denn ich wurde Opfer von deinen ganzen Intrigen mit einem mitfühlenden Herrscher. Und der hat nur bei dem Versuch, all diese Dinge aufzudecken, ist ein Herzversagen gestorben, weil das zu viel für ihn war. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Die Sache ist nur, ich sag's noch einmal, diese ganzen Vermutungen, bis auf diese tatsächlich. Ich glaube, zwei waren an deinem Hof tatsächlich. Die restlichen sind nicht von mir gewesen. Aber wer hat dann meine Frauen getötet die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung, Pia, wer das war, aber ich glaube, das war nicht mal einer von uns wirklich. Ja. Also halt nicht alle, also... Okay, wie viele hat jeder von euch getötet? Steinwallen hat die ganze Zeit deine Leute getötet, um mich klein zu halten. Ich glaube auch, dass das Steinwallen war. Genau, mit. Coppelius, ich habe bereits aufgedeckt, dass du einen von Steinwallens Söhnen umgebracht hast. Ich lass mir von dir. Also. Nein! Ich habe erst mit dieser Strategie begonnen, nachdem hier angefangen hat, die ganze Zeit in diese Richtung zu gehen. Davor habe ich kein einziges Mal irgendwas in dieser Hinsicht gemacht. Als wir! Mr. Victim Blaming hier da drüben, oder was? Die Katze ist auffällig still, ne? Ich sag's ja nur. Die hat mich auf eine wunderbare Idee gebracht und es hat echt gut und funktioniert. Die Katze hat nichts mehr zu melden. Aber ganz grundsätzlich, mich würde es echt interessieren, wenn ihr am Ende, also wenn mir am Ende des ganzen Dingsterbumsters gesagt wird, wer es war, weil ich habe das Gefühl, ich verliere gerade jegliches Vertrauen in alle Mitmenschen. Ich vertraue in niemanden mehr. Aber ich verstehe da, dass deine eigenen Leute dich halt da auseinandergenommen haben, weil du bist halt auch echt stark. Nein, Maurice Steinwald? Nein! Ich war doch hier die ganze Zeit nichts als ein treuer Verbündeter. Ja. Ja. Aha, so mit die Brutmutter nicht ihre Sprösslinge da hochzieht. Mhm. Ey, Coppelius, es bröchelt. Ich brech gleich den Waffenstillstand, um dir nochmal eins reinzuwirken. Dieser Halunke. Dieser Serienmörder, der hier auch noch einen auf anständig tut die ganze Zeit. Tja, ich sag nur, Pia, man sollte vor der eigenen Tür kehren. Versucht ihr mich da gerade irgendwie rauszubrechen aus dem Bündnis? Oder fühlt sich das nur so an? Das ist so eine richtige Verzweiflungsaktion gerade, weil sie wissen, dass sie... Nachdem es niemand... Dass ihre niederträchtigen... Schemata es nicht geschafft haben, also einfach nicht gefruchtet sind. Alles, Coppelius, wofür du all die Zeit gemordet hast, ist im Sande verlaufen. Und jetzt versuchst du hier noch, sowas irgendwie rauszuziehen hier. Tja, man kann sich die Welt immer schönreden, gell? Also die Castilla wollen noch nicht mal ihre Leute für ein kleines Geld rausholen. Dann werden sie hingerichtet. Unglaublich. Ja. Was für eine Geiz. Ja, verstehe ich. Ich muss mal ganz kurz was lesen. So, danke. Sorry. Einer meiner Vasallen. Ihr könnt immer noch dem Christentum beitreten, ne? Das ist immer noch auf. Wir gewinnen, ihr könnt immer noch dem Islam beitreten. Ja, das stimmt. Will jemand konvertieren? Wir sind immer offen.
Wir haben auch echt viele Frauen. Ich habe viele Töchter gerade. Ich habe sehr viele, sehr gute Töchter gerade. Also, ich hätte Prinzessin Isra bint Abdul Hazm von Al-Gzark. Die ist intelligent. Oder Prinzessin Naila bint Abdul Hazm von Al-Zark. Die ist eine Wohlgestalt. Also, ich habe richtig schöne Töchter. Ich sag's ja nur. Was ist denn, wenn wir alle konvertieren? Gewinnen wir dann alle? Dann, also wir können jetzt immer noch auf Aussöhnung gehen am Ende. Das wird jetzt eh die Phase, die wahrscheinlich kommt. Und können, was muss passieren, damit wir das hier im Frieden beenden? Lasst mal gucken. Also wenn, die Muslime gewinnen auf jeden Fall alle, wenn sie muslimisch sind. Also ja, Denzel, wenn du noch konvertierst, dann gewinnst du auch. Wenn man erhaben ist, wenn man ein de jure Königreich von Hispanien kontrolliert, was ich nicht habe, Hispanien ist... Natürlich, Hispanien ist Miriam, klar, jeder hat das von uns. Ja, aber mir wird nicht angezeigt, dass ich eins habe, obwohl ich ja ein... Weil du es nicht gesamt kontrollierst, ich kann dir aber unten das überreichen, aber kannst mir dann, auch... Und wenn alle anderen dann ein Bündnis haben, also wir müssen uns alle verbünden, dann können wir tatsächlich, wenn es jetzt in die Aussöhnungsphase geht, die Entspannungsphase einläuten und sagen, wir beenden das Ringen im Frieden. Ist die Frage, ob wir das wollen. Sind wir so edel? Das, kann man ein Ringgespiel in Frieden beenden? Nachdem eigentlich was, nicht, ne? Was ihr Grins, mir heute schon alles vorgeworfen habt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das der richtige Weg für mich ist. Dankeschön, Grins. Und Hallöchen an alle. Was habt ihr gemacht? Eben. Ich bin ja auch der Meinung, wir sollten einfach weiter draufknüppeln. Ich sehe schon, Steinwollen ist heute gut drauf. Anscheinend. Ja, ja, Steinwallen, ich habe das ja schon länger gesagt, ne? Steinwallen hat es irgendwie geschafft, auch jetzt an mehreren Ränkespielen schon teilzunehmen, immer so mit so einer komischen weißen Weste rauszukommen. Auch so, glaube ich, sein Image so, wenn ich das im Chat und sowas lese. Ja, aber er ist ja auch ruhig und vertrauenswürdig und er hat ja mich auch nie. Ja, genau, er ist halt. Im Gegensatz er ist zu halt dir. Ruhig. Er ist halt, das ist das Problem, ich bin nicht ruhig, ne? Aber das zeigt auch, wie leicht Leute sich einlullen und täuschen lassen, ne? Wenn du einfach ruhig sagst, also ich bin ja dafür, wir sollten einfach weiter draufklöppeln, dann wird gar nicht, dann kommt gar nicht an, dass der Mann gerade für Genozid gegen wehrlose Feinde plädiert. Und. Naja, ne? Also, ist ja nicht das Genozid, das ist Befreiung. Genau, Juliaka hat genau mein Mindset. Und ich bin immer der Schlimmste. Ja, das ist also, es ist eine solche Unverschämtheit von vorne bis hinten. Ja, aber ich meine tatsächlich, wäre es jetzt noch Pias Zug, auf irgendwen einzuklöppeln? Ja, ich hätte halt voll gern ein Glaubensoberhaupt. Also tatsächlich. Das Problem ist, dass dieses riesige Almoravid-Großemirat, na gut, man könnte warten, bis der stirbt. Der hat halt super viele Bündnisse. Ja, aber den kriegt man ja ermordet, oder? Nee, ich nicht. Aber ihr vielleicht. Nee, ich auch nicht. Nee, der ist relativ stark tatsächlich. Da habe ich 16. Aber wir kriegen vielleicht die Bündnisse aufgebrochen. Was ist denn das stärkste Bündnis? Das stärkste Bündnis ist Steinwein. 3000 Bündnisse. Ich habe ein Bündnis mit dir. Stimmt. Das stärkste Bündnis ist Steinwein, ja, das ist halt... Du müsstest das halt brechen und also dann einen Anspruch da machen. Oder er ist 66. Wer will mit mir... Aber ich denke, das wäre halt auch nochmal ein schönes Ziel, statt weiter drauf zu knüppeln. Mein Sohn möchte mit mir Schach spielen, ach du Schreck. Er möchte Zeit mit mir verbringen, ist ja ekelhaft. Dabei kriegt er davon... Anspannung. Warum tut ey, das? Denzel. Grad, dass das... Yep. Ey, du, meinst du, du magst mir helfen, ein bisschen stärker zu werden, indem wir Frankreich mal eben niederringen? Okay. Okay, Leute. Sepp hat tatsächlich
Sepp hat tatsächlich gerade einen Anspruch auf das König. Also auf Alter, ich bin seit einer halben Stunde Krieg am Führen, aber ich krieg die Prozente einfach nicht hoch. Und mein Pole lässt mich einfach im Stich. Ich dachte, ich kann das machen, ohne Denzel zu belegen, aber... So schwach? Ich würde nicht anschließen für das Sache auch. Also Denzel wäre echt nice, wenn du mit dem Schiff einfach mit dem Schiff rüber nach Paris. Schiff nach Paris, okay. Aber guck mal, das klingt doch gut. Die holen sich Frankreich und wir lassen sie mal ein bisschen in Ruhe und holen uns in der Zwischenzeit ein Glaubensoberhaupt. Ich bin krank geworden. Nee, ich weiß nicht, ob wir das zulassen sollten, ehrlich gesagt. Was? Ich habe an der Sache leider nur ein Problem gerade. Ich habe gerade eine Fraktion gegen mich, nämlich eine Fraktion, die mein Reich, also das Reich des Lehnsherrn, vernichten will. Ja. Ja, die hatte ich auch vorher, ganz lustig. Also... Ich muss einmal kurz auf Pause, Sekunde. Es können wir uns der Fraktion anschließen? Ja, genau. Unzufriedenheit ist schon auf 100% und jederzeit kann das Ultimatum gestellt werden. Also, ja, ich bin beschäftigt. Läuft weiter. Wir können das doch, glaube ich, nicht zulassen, dass Sepp König von Frankreich wird. Läuft das Spiel wieder? Warum nicht? Also da sind wir danach dann im Arsch, wenn er das alles hat. Nee, wieso? Es sind ja... Warum das denn? Noch Luschen, guck mal, der französische König hat 2200 Männer. Das macht mir gar keine Sorgen, ich mache meine eigene Suppe. Läuft das Spiel wieder? Ja. Ja. Bei mir ist wieder Pause. Ach, lachen wir darüber. Wir haben zusammen 15.000. Wir können hier ganz Europa überrollen. Das ist doch unsere Mission. Ihr seid viel zu zahm. Ist das unsere Mission? Ganz Europa überrollen? Das war mir neu. Ja, die Revanche ich von... Ich hätte gern Glaubensoberhaupt. Glaube ich, bin auch rausgeflogen. Schlacht von Tour und sowas. Nee. Also ich hab Pause gedrückt, mach ich keinen Stress. Ich hab gespeichert. Oder kommt ihr einfach wieder rein? Ja. Ich hab instant Pause gedrückt, als Coppelius was gesagt hat. Ah, sehr gut. Ja, das ist halt Coppelius muss neu laden. Ja, das ist das allererste Mal, dass heute so eine Probleme sind bei mir. Komisch. Ja, ungewöhnlich, ne? Eigentlich ist ja, also am Anfang haben wir noch drüber geredet, wie Crusader Kings eigentlich so schon echt funktioniert. Dankeschön, Frau Flusig, für die 2 Monate. Ja, aber zweimal jetzt für in 8 Stunden. Und 8 Stunden, 6-Spieler-Ding ist schon okay, das stimmt. Aber zweimal so knapp hintereinander ist schade, ne? Und beim gleichen Spieler ist so ein bisschen auffällig. Und ja, also liegt es halt nicht an uns und am Spiel, sondern an Coppelius, eindeutig. An Coppelius, ja, das stimmt. Internet wird es sein, wahrscheinlich. Es liegt ja eigentlich alles Schlechte, was heute passiert ist, so ein bisschen an Coppelius. Ne? Also, okay, ja, das ist sehr nett. All die Morde, all die toten, unschuldigen Frauen, die gestorben sind und so. Maurice, wenn du das so sagst, dann bin ich mir nicht sicher, ob das nicht doch du warst. Warum? Woher kommt das, dieses Misstrauen? Das ist mir so unbegreiflich. Ist das dir wirklich unbegreiflich? Nee, leider nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie es sich anfühlt, ehrlich, moralisch empört zu sein. Wir sind übrigens um 22 Uhr, vielleicht können wir das Reloaden gleich für eine Pause nutzen. Oh ja, machen wir das. Dann 10 Minuten Pause und alle können wieder rein.